Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android App. Ich glaube, sie gibt es auch für iOS. Die Rede ist von FDDB, Kalorienzähler und Diät. Aktuelle Versionsnummer 4.7.1 bis 2 GMS Android 5.0 oder höher ist die erforderliche Betriebssystemversion bei 30.527 Gesamtbewertungen und mehr als 1 Million Downloads gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 4,6 von 5 Sternen. Die App enthält Werbung, ist grundsätzlich gratis und bietet In-App-Käufe an. Es ist eine kostenlose Kalorienzähler- und Ernährungs-App und ein Ernährungstagebuch für Abnehmen und Diät, beziehungsweise, ja, oder wenn man einfach nur mal wissen will, was man denn so zu sich nimmt. Top 5 Funktionen sind kostenlose Kalorienzähler, Ernährungstagebuch, riesige Lebensmitteldatenbank mit Barcode-Scanner, Nährwerte-Tracker und Auswertung, eigene Rezepte erstellen, tracken, teilen, Gewichtsentwicklung auswerten. Habe ich damals mal runtergeladen, als ich auf der Suche war, wo trage ich denn meine Kalorien ein? Wie neulich bei der anderen App, um Kalorien zu zählen, schon gesagt, ich bin ja komplett einfach bei Samsung Health gelandet, obwohl zum Beispiel FDDB hier die App, den Scanner bietet für die Codes, um schnell die Barcodes einzuscannen, was sehr cool ist, was Samsung Health nicht bietet. Aber ich habe da jetzt so viel eingetragen in Samsung Health. Ich persönlich gehe davon nicht mehr weg. Wer aber irgendwie noch eine geile App sucht, um das zu machen, und es gibt ja zahlreiche, auch Yasio oder wie auch immer man das ausspricht, beziehungsweise grundsätzlich kann man das ja auch irgendwie, ja, keine Ahnung, MyFitnessPal etc. Auf jeden Fall, da ist FDDB eine wirklich sehr, sehr gute Wahl, meiner Meinung nach. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.